In der Trockenzeit ist die Etosha-Pfanne fast ohne Zeichen von Leben. Ab und zu sucht ein Schakal nach verdursteten Tieren. Strauße durchqueren die Wüste. In der Trockenzeit gibt es keinen Tropfen Wasser. Ich bin hier in der Einöde der Etosha-Pfanne in Namibia. Heute möchte ich von einem Drama berichten, welches sich hier ereignete. Genau an dieser Stelle fand eine besondere Rettungsaktion statt. 35.000 Flamingo-Küken wären jämmerlich zugrunde gegangen, wenn die Naturschutzbehörde nicht im letzten Augenblick eingegriffen hätte. Das wollte ich unbedingt filmen. Nach einer langen Nachtfahrt kam ich im Morgengrauen hier an. In der Regenzeit verwandelt sich die Etosha-Pfanne. Flüsse, die es sonst nicht gibt, überfluten die Ebene. Für einige Monate wird die sonst so staubtrockene Wüste zu einem See, der Hunderttausenden von Flamingos eine Brutstätte bietet. Die Flamingos verlassen sich darauf, dass das flache Wasser nicht vorzeitig, bevor ihre Jungen flügge sind, verdunstet. In einem normalen Jahr geht auch alles gut. Aber dieses Mal verdunstete das Wasser bei ungewöhnlich heißen Temperaturen.